Die erste Meldung habe ich über Twitter gelesen und dann gleich mich im Fernsehen eingeschaltet, um die Meldung auch prüfen zu können, ob sie stimmen. Und dann war es als erstes eine reine Überraschung, gepaart mit einer Sprachlosigkeit, weil das hat man nicht erwartet und hat einen wirklich komplett überrascht. Er hat ja als Begründung angegeben, die Kritik an seinen Einordnung der Bundeswehreinsätze sei zu heftig gewesen, hätten dem Amt geschadet. Entspricht das Ihrer Meinung nach der Realität oder ist er da dann doch etwas zu sehr eingeschnappt? Viele Äußerungen, die als Kritik an dieser Aussage kamen, die ja schon über eine Woche alt ist, die dann auch zurechtgerückt wurde, erklärt wurde, war aus meiner Sicht eindeutig überzogen. Da hat man das Amt auch treffen wollen. Aber ich halte den Rücktritt aufgrund dieser Äußerungen, dieser Kritik nicht für erforderlich. Das heißt, auch ein Bundespräsident muss solche Kritik abkönnen? War er einfach amtsmüde? Ein Bundespräsident muss auch Kritik abkönnen. Ob er amtsmüde war, vermag ich nicht zu sehen. Ich habe ihn als Bundespräsident sehr geschätzt. Er hat die Bürgernähe gehabt, er hat die wichtigen Themen auch angesprochen, wo es manchmal auch für die Regierung unbequem war. Aber so erwarte ich auch einen Bundespräsidenten. Und ich glaube, er hat das Amt gut ausgefüllt. Im Rahmen dieser doch recht heftigen Kritik, vor allem aus SPD-Kreisen, aus Kreisen der Linkspartei, gab es wenig Rückendeckung von der CDU und der FDP. Meinen Sie, man hätte dem Bundespräsidenten da stärker den Rücken decken müssen? Ich glaube schon, man hätte den Rücken stärker stärken können. Wobei auch klar gesagt wurde, man kommentiert nicht jede Äußerung zwischen Organen. Da habe ich auch Verständnis für. Aber ich hätte mir durchaus aus der Koalition hin und wieder ein bisschen mehr Rückendeckung gewünscht. So wie ich es mir auch gewünscht hätte, dass die Opposition mit dem Amt des Bundespräsidenten würdevoller umgeht. Nun gibt es die Situation, dass innerhalb kürzester Zeit ein Nachfolger, eine Nachfolgerin gefunden werden muss. Wen hätten Sie denn gerne als folgenden Bundespräsidenten, Bundespräsidentin? Ich glaube, dieser Tag, wenige Stunden, nachdem man die Meldung vernommen hat und zunächst schlichtweg Bedauern für diese Entscheidung empfindet, ist es noch nicht geboten, Namen zu handeln, wer es machen könnte. Das werden die nächsten Tage zeigen. Da kann ich mich heute nicht dran beteiligen. Nun ist natürlich sofort der Gedanke, Gesine Schwan. Allerdings, da dürften die Mehrheiten fehlen. Glauben Sie, dass sie nochmal in die Bütt springt? Ich will es bei ihr nicht ausschließen, jetzt schon mehrfach versucht, aber die ersten Hochrechnungen zeigen ja in der Bundesversammlung eine schwarz-gelbe Mehrheit. Und ich glaube, man wird sich da jetzt vernünftig anschauen, wer dieses Amt auch geeignet ausführen kann. Da setzen wir, glaube ich, nicht auf Gesine Schwan. Aber es gibt natürlich auch da schon Getwitter, es gibt auch dort schon Gerüchte. Die Namen wie Ole von Beust oder auch Margot Käßmann sind im Umlauf. Ich habe heute viele Namen gehört. Ich glaube, jeder Bundesminister wurde einmal erwähnt. Wie gesagt, ich finde, heute ist der falsche Zeitpunkt, der falsche Tag, um über Nachfolger zu spekulieren. Wir haben heute gerade frisch die Meldung bekommen. Das wird mir jetzt in aller Ruhe und auch das entspricht der Würde des Amtes, dass man da jetzt nicht jeden Namen handelt, sondern in Ruhe sich überlegt, wer dieses Amt geeignet ausfüllen kann. Was glauben Sie persönlich? Hat mehr die Kritik an den Äußerungen des Bundespräsidenten dem Amt geschadet oder jetzt der Rücktritt? Die Kritik auf jeden Fall. Ich habe vorhin gesagt, ich halte diesen Rücktritt nicht für erforderlich. Aber der Schaden, der im Amt entstanden ist, durch die wirklich in maßloser Kritik, nicht angemessener Kritik, da auch für einen Schaden gesorgt haben. Muss man im politischen Umgang wieder sensibler werden, auch was die Achtung der Ämter angeht? Eindeutig. Ich glaube, Politik untereinander, aber auch im Dialog mit anderen sollten die Achtung vor dem Amt zunächst einmal haben, aber auch vor den handelnden Personen. Und hier war es ja schlichtweg eine Unterstellung, der Präsident würde grundgesetzwidrige Kriege befürworten. Ich glaube, das ist eine Unterstellung, die man diesem Präsidenten einfach nicht machen konnte und die man aus Parteitaktik dann auch lassen sollte. Also mehr Respekt, eindeutig ja.